ein stumpfes Rexit-Schrifteisen mit einem normalen Schleifbock wieder scharf machen. Darum geht's in den ersten König-Tool-Tipps. Im ersten Schritt schauen wir uns den Überstand des Hartmetalls gegenüber der Lotkante an. Sollte dieser Abstand kleiner als 3 mm sein, beginnen wir direkt den Stahlschaft zurückzuschleifen. Bei diesem Schrifteisen sind wir deutlich unter 2 mm und deswegen legen wir mit diesem los. Nachdem jetzt der Stahlschaft zurückgeschliffen wurde, kümmern wir uns um die Hartmetallschneide. Sollte beim Schleifen das Stahlwerkzeug zu heiß werden zum Anfassen, bitte nicht in Wasser abschrecken, das verändert nämlich den Stahl. Nachdem das Hartmetall und der Stahl jetzt wieder seine richtige Form hat, bekommt er im letzten Schritt den Schärfeschliff am Diamant. Und hier kommt der König-Tool-Tipp. Öfters schärfen erhöht die Standzeit und die Arbeitssicherheit. Viel Spaß mit dem frisch geschärften Rexit-Schrifteisen. Wir sehen uns in Episode 2 mit den König-Tool-Tipps.